Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Uncharted 4 Remastered PS5 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht es weiter mit der nächsten Folge und es ist ein Schlagabtausch ab Rätsel, Fighten, Rätsel, Bumsen, alles Mögliche. Ich gehe kaputt. Also es macht so einen unglaublichen Spaß. Die letzte Folge waren wir sowas von beschäftigt und vertieft in die Rätsel. Und da haben wir uns hier beim Glockenturm hochgekämpft und waren am Ende hier unten, haben die ganzen Rätsel gelöst. Und leider hat der Rafe uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar, er hat unsere Handys getrackt, er hat uns gehackt, die Bilder abgefangen und alle Sachen, die wir hier gerade rausgefunden haben, hat er somit auch mitbekommen. Und er ist jetzt auf dem Weg dorthin und ist uns quasi jetzt gerade einen Schritt voraus. Unser Bruder wird angeschossen und deswegen müssen wir jetzt aufpassen, was hier abgeht und gucken, dass wir nicht überfallen werden von den anderen. Ich würde sagen, wir starten rein, Freunde. Lasst einen dicken, dicken Daumen nach oben da, wie immer. Das ist die letzte Folge, bevor ich aus Dubai wieder zurückkomme. Und ab morgen seht ihr dann wieder, hoffentlich wieder in alter Frische, die neuesten Folgen. Kuss geht raus. Es ist die 12. und letzte Folge, die ich vorproduziert habe seit dem 3.2., Alter. Wahnsinn. Okay. Oh nein, Digga. Oh nein, ich hab Böses. Böses. Ja, in dem auch noch den Haupteingang. Richtig schlau. Ja, okay. Sully. Ich glaube, das ist Sams Turm. Alter. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon. Hier lang. Ja, jetzt sollten wir uns beeilen, Digga. Jetzt habe ich auch keine Zeit mehr, mich mit irgendwelchen Essenssachen zu beschäftigen. Wie lange dauert es wohl, bis Rafe hier ist? Wir sollten jedenfalls nicht auf ihn warten. Aber er hat uns immer einen Tipp gegeben. Hätte er nicht gesagt, dass unsere Handys GPS haben, wir hätten unsere Handys angelassen. Richtig dumm von dem eigentlich, sorry, so gesehen, ne? Hier runter, Nate. Eigentlich echt richtig dumm von dem. Nate, pass auf. Ach, Scheiße. Wir haben nämlich den Dreck gesehen, Alter. Wir haben nämlich den gerade Dreck gesehen, die Schweine. Ja, geh erstmal fliegen, du Eierkopf, hä? Aha. Bam, Junge. Boah, was ein Kick, Junge. Okay, komm, weiter, weiter. Baller, baller, baller. Oh, was ist das denn? Oh nein, Digga. Wieder einer in diesem scheiß Geschütz. Ich hasse diese Geschütze, ne? Oh, oh. Schieß, 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 schieß. Oder hinten ist doch jemand. Nein. Alter, was geht denn hier ab? Verdammte Scheiße, ey. Heiliger Bimbam. Heiliger Dismas. Ja, krass. Sully, hilf mir doch mal. Hey, dieser scheiß Wagen mir da auf den Sack, Alter. Nimm das. Boah, die kommt sogar gut, oder? Was soll ich den denn da bitte treffen? Kannst du mir das mal sagen? Unmöglich. Ach, geil. Immer dieses scheiß Nachladen. Jawohl, wichtig. Ruhig. 1, 2, 3 weiter. Wo kommen die denn alle her, Alter? Ja, guck mal, der scheiß Wagen, Alter. Der geht mir so auf den Sack, dieser Wagen. Ich spring jetzt auf den drauf. Ist mir scheißegal, Alter. Nein, nein, nein. Nimm die andere Wagen. Ja, Bruder, perfekt, perfekt, Nathan. Oh nein, Digga. Bruder, 1, 2, 3. Hab ich? Naja, der ist hin. Wahrscheinlich ist der hin, Bruder. Durchziehen, durchziehen. Komm, 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 Sully, Sully, Sully. Gib mir Deckung. Nur noch 8 Munition. Vielleicht reicht's für einen. 1, 2 und... Nein, nicht mal für den reicht's. Was? Egal. Den haben wir, den haben wir. Nicht, dass von außen noch jemand kommt. Bruder, was geht hier ab, Alter? Dieser scheiß Wagen nimmt uns komplett die Ehre. Bam. Oh nein, hinter mir. Aha. Sully. Boah, oh, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Der scheiß Wagen, Alter. Wie der am Nerven ist. Das ist ein... Bruder. Wie kann man von einer Skala von 1 bis 10 bitte so nerven? Oh oh.
Oh mein Gott, jetzt, oh mein Gott, das kenne ich sogar noch, diese Verfolgungsjagd. Jetzt, die ist auch so geil, Alter, wo wir abhauen. Das ist so geil, Leute, wirklich. Genießt jetzt einfach, genießt jetzt. Genießt das jetzt. Ich muss aufpassen, Alter. Ich bin ein guter Fahrer in dem Spiel. Die Steuerung ist nicht so einfach. Oh, oh, jetzt kommen die von allen Seiten wahrscheinlich. Mach Platz, mach Platz. Oh mein Gott, Alter. Abkürzung. Ernesto hat die Ideen. Ernesto hat die Ideen. Ihr wisst das doch, Freunde. Wir kreuzen ihn. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Scheiße, ich hab gedacht, ich hab jetzt den Move, Digga. Hier, Abkürzung da. Oder mach Platz, mach Platz. Ich nehm die Abkürzungen hier. Alter. Wir fahren hier einfach im Zickzack hier. Ich hoffe, das ist der richtige Weg, Leute. Ich hoffe, das ist der richtige Weg, ne? Ich weiß nicht, wo ich hier gerade lang fahre, aber es ist... Alter. Ich hoffe, es ist richtig. Irgendwie muss man da so viele Situationen, müssen die Spieleerfinder hier, glaube ich, nachbauen, dass das alles so funktioniert, wie es hier gerade sieht. Junge, Alter, was geht hier ab für eine Scheiße, Mann? Wir müssen zu dem Turm. Alter. Und das sieht ja aus wie bei Fast and Furious, wo die da auch in Dingens waren, Alter. Nein, 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 nein. Ab. Ja, der Scheiß, verdammt. Oh nein. Ich hoffe, das ist der richtige Weg hier. Irgendwo sollen wir nicht langfahren. Treppe hoch, was für eine Treppe hoch? Diese, ey, da ist doch eine Treppe, nein! Freunde, wo ist eine Treppe? Die Treppe hoch, die Treppe hoch, die Treppe hoch, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Treppe hoch, da, die Treppe, die Treppe, die Treppe ist da. Nein, nein, nein. Ah. Nein! Nein, wir waren so weit. Okay, aber jetzt kriegen wir es hin. Ich hätte niemals gedacht, dass wir da hinten hochfahren können, diese Treppe da, seht ihr das? Oh mein Gott, der hat mich gefickt. Der hat mich so hops genommen. Der hat mich so hops genommen. Der hat einfach Rückwärtsgang eingelegt, hat mich komplett lahmgelegt, der Schwein. Der hat mich komplett lahmgelegt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, diesmal nimmst du mich nicht hops, Alter. Diesmal nicht. Oh mein Gott, Junge, wie geil, Alter. Was ein Feeling. Meinst du echt? Ja, was ist das für ein... Ja. In dieser Stadt können wir uns nie wieder blicken. Das ist der Hals. Wow, 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 Vorsicht! Echt jetzt? Ja. Das ist ein Geländewagen. Wir müssen weiter bergab. Ja. Einfach so, so umgeht man die Baustellen. So macht das Nate und Sully auf ihre Art. Dann soll der Laster mal vorbeikommen. Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Oder wie macht der Typ das? Ich schwör, gefühlt unmöglich. Boah, jetzt geht's ab. Junge, ist das geil, Alter. Ich schwör, es macht gerade so Bock, hier so hier lang zu fahren, Leute. Das ist so geil. Da ist der Turm von Sam. Wir sind fast da. Also Ausschau nach Sam. Sehe nicht. Ich glaube, da ist er. Natürlich. Der packt sich ein Motorrad. Festhalten! Was denkst du, was ich hier mache? Alter, ist das geil. Genießt das einfach. Genießt das einfach. Und gar nicht so viele jetzt labern, Leute. Genießt einfach diesen Moment hier. Es ist so geil, Mann. Die Lücke schaffe ich. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Jawohl, jawohl. Nein. Egal, haben wir auch geschafft. Nein, rechts. Die Ziegen! Ziegen! Oh. Wo sind die denn da links? Weißt du, wie wir schneller reichen? Aber die Straße ist meist zu Ende, Kleiner. Oh oh. Oh mein Gott. Und jetzt? Hör mal die Musik! Hier, denk du mal. Oha. Bruder, was? Was geht hier ab? Alter. Zieh dich hoch. Komm, komm, komm.
Zieh dich hoch, Nathan. Zieh dich hoch, Nathan. Zieh dich hoch. Komm, Nathan. Alter, ist das Action pur hier. Alter. Zieh dich dahin, zieh dich dahin. Eieiei. Ach, geil. Komplett mit Schlamm. Die Hühner kommen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ach, du Scheiße. So. Schieß die ab, schieß die ab. Genau so, Nathan. Come on. Oh, oh. Oh, oh, da oben, da oben. Ah. Komm, wir kriegen das hin. Alter, was für eine Aktion das vorhin war. Wieder auf der... Das Schild... Ey, Digga. Das ist so krank. Was hat Nathan da gerade gemacht, bitte? Wie heftig war das, diese Aktion? Wie heftig... Ich hab keine Munition mehr. Keine Munition, was mache ich jetzt? Muss ich irgendwie auf den scheiß Wagen drauf? Genau so. Genau so, Nathan. Aber meinem Glück trifft die Granate mich selber. Ja. Ehrlich, fast mich selber getroffen. Mal nimm die Waffe hier. Oh, 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 von hinten auch noch? Digga, willst du mich verarschen? Wir müssen nach vorne, Freunde. Wir müssen nach vorne. Komm, komm, komm. Oh, stark. Junge, wie wir unserem Bruder hier einfach helfen, Alter. Sam kann froh sein, so einen Bruder zu haben wie Nate, Junge. Was eine Bruderaktion, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Stark haben wir. Müssen die Fahrer aber auch holen. Haben wir, let's go. Nur noch der hier. Komm. Let's go. Kann ich nicht irgendwie übernehmen? Ich kann nicht übernehmen, ne? Scheiße. Ich sollte mal wieder in Deckung gehen hier. Oh, oh, wir haben keine Deckung mehr. Wir haben keine Deckung mehr, Leute. Keine Deckung mehr. Ist nicht gut. Oh, oh. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich habe keine Muni mehr. Und jetzt? Ich bin am Arsch. Keine Muni mehr. Ja, muss ich wohl hier rüber, ne? Ei, ei, ei. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. In der Bombe, Alter. Jawoll. Oder was passiert hier, Alter? Das kannst du keinem erzählen, ne? Was ist das für eine Folge heute, bevor ich wieder aus dem Urlaub zurückkomme? Kannst du mir das mal sagen? Schuld jetzt unserem Bruder ab. Oh mein Gott. Ah. Was passiert hier alles, Alter? Stark, stark, stark. Oh, oh. Einfach nur den Fahrer treffen, das reicht, das reicht. Nur den vorderen. Ich habe keine Muni mehr. Komm, zieh dich hoch. Nathan, hochziehen. Hochziehen. Spring. Spring drauf, spring drauf. Spring. Stark, Junge, stark, stark, stark. Ich brauche Munition. Wichtig, wichtig. Was eine geisteskranke Stelle. Das kannst du doch keinem erzählen, was hier wieder abgeht, Alter. Heiliger Dismas. Heiliger Bimbam, Alter. Wahnsinn. Oh mein Gott, nein. Keine Munition mehr. Nein. Beste Granate aller Zeiten. Was mache ich? Was mache ich, Freunde? Ich habe keine Muni mehr. Ich muss hier rüber, Digga. Ich muss hier rüber. Was soll ich sagen, Alter? Hau den raus. Hau den raus. Komm, komm, komm. Sam, wir kommen. Sam. Sam, spring drauf. Ich komme, Bruder. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh nein, oh nein, oh nein. Gib dir eine Bombe, gib dir eine Bombe. Ich bin Sam. Ich kann nicht mal schießen. Ich bin da, Sam. Wie fährt der denn, Mann? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich versuche mich alle jetzt zu kriegen, Alter. Digga, was eine kranke Mission, ne? Das kannst du keinem erzählen. Spring rüber, Sam! Hey, Brüderchen! Spring rüber! Kommt her! Okay, okay! Spring rein! Sam, spring in das verdammte Auto! Ich bin schneller! Diskutier nicht rum!
Vorsicht! Oh mein Gott, nein. Thumbnail. Thumbnail, Digga. Das sieht das krank aus. Ach du Scheiße. Ey, du musst schnell hier raus, das Auto fängt an zu brennen. Nein, raus, raus, komm, 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 helfen. Boah, Alter, wie krank das Feuer aussieht, wie echt, ne? Ich muss hier raus. Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Nicht überleben. Kein Risiko. Das ist nicht gut. Oha. Junge, Alter, was Nate alles durchmacht, Alter, das können nicht mal Generationen erzählen. Ey, dieses scheiß Auto ist immer noch da, Mann. Stark. Das ist unser Bruder. Oh oh. Alter, ist das krank, Digga. Ist das krank. Oder wie krank ist das bitte? Schieß, schieß, schieß. Junge, was soll ich machen, Mann? Ich schieß den doch schon die ganze Zeit komplett platt. Mehr kann ich auch nicht machen, als auf den Motor vorne zu schießen, falls es der Motor ist. Aber es muss der Motor sein. Bruder, das ist wie im Film hier, Alter. Was geht hier ab, Mann? Das ist so krank gemacht. Seid mal ehrlich, Digga. Was geht hier ab? Ja, ja, ja. Gleich explodiert der. Gleich explodiert der. Komm, Nathan. Schieß, 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 schieß. Komm schon. Bruder, oh mein Gott. Thumbnail. Digga, das muss Thumbnail, Alter. Heilige Scheiße. Alter. Was eine Action. Safe Thumbnail, safe. Kannst keinem erzählen. Verschwinden wir. Bruder, was war das bitte, Alter? Die letzte Folge, die ich vorproduziere und so eine Action, Alter. Wie geil ist das bitte? Wie geil ist das bitte? Die Frage ist halt, wo ist Sully, ne? Ach, er ist hier, okay. Mein Hals tut so weh, ey. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus Quod Licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Das heißt, es gibt einen Riesenschatz. Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Elena. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Oh mein Gott. Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Oh mein Gott. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Dass sie so ruhig bleibt, ne? Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also, es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären.
Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Ach du Scheiße. Also zuerst mal, Das ist mein Bruder. Das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich hat gelogen. Ich. Okay. Oh, die Arme, Alter. Warte. Elena, warte. Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Boah. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Das stimmt. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Boah. Mein Flugzeug wartet. Für Gänsehaut, ne? Alter. Mach du, was du tun musst. Junge, 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 Alter. Heilige Scheiße. Boah. Hart. Hart, hart, hart. Hey. Hey, was machst du? Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich er hab saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich. Geil, ich mach Alter. Das hier schon verdammt lange. Der Typ ist so ich glaube, ich komme schon ganz gut allein. Du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Na, wie hat sie das herausgefunden? Wie du meinst. Verrückt, 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 Leute. Ich wissen, was gerade in sie in sich kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Oh Mann, Nate. Aber warum hat er seine Frau angelogen? Hätte er das sagen müssen? Mein Bruder ist aufgetaucht. Wir müssen ihm die Schulden zurückzahlen. Also hätte er ihr es sagen müssen, bin ich ganz ehrlich. Kapitel 12. Auf See. Ach krass! Hey, Nathan. Stimmt, das ja. So hat das Spiel doch angefangen, ne? Nicht. Stimmt. Na, was sagst du? Ja, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, dieses ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite. Wir haben uns nie Zeit genommen. Auf ein einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna.
Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Es geht dir nicht ums Geld. Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Hast du, definitiv. Viel zu weit. Was soll man sagen, Leute? Er hätte es ihr erzählen müssen. Boah, Bruder, jetzt sind wir im Paradies angekommen. Guck dir das Wasser mal an, Bruder. Ich kack ab, Alter. Ich kack ab. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Und damit würde ich sagen, Freunde, im Paradies angekommen, verabschiede ich mich aus der letzten Uncharted 4 Folge, die ich vorproduziert habe, bevor es für mich nach Dubai ging. Ich bin auf jeden Fall morgen wieder am Start und werde, denke ich, die Folgen wieder aktuell aufnehmen. Jeden Tag eine Folge, weil das war jetzt sehr, sehr hart. 12 Folgen hintereinander. Ich habe hier über 6 Stunden aufgenommen, von 0 Uhr bis 6.31 Uhr haben wir hier gerade. Mein Hals tut schon sehr weh. Das alles, wie gesagt, am 3.2.2022. Aber es hat mir unnormal viel Spaß gemacht. Ich hätte mir kein geileres Spiel vorstellen können, 6 Stunden vorzuproduzieren als Last of Us. Ach, da ist sowas, als Uncharted. Also wenn jetzt so GTA gekommen wäre oder so, hätte ich das niemals gepackt. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Danke, dass ihr bei allen Folgen mit am Start gewesen seid. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, lasst einen dicken, dicken Daumen nach oben da. Herz geht raus an euch, Leute. Und wir sehen uns die Tage wieder bei Streams, Videos und auch auf dem FIFA-Kanal. Deswegen, Leute, Ernesto verabschiedet sich. Checkt auch gerne meinen Instagram-Kanal aus. Dort erfahrt ihr immer alles Weitere. Ich bin raus, Leute, und leg mich jetzt aufs Ohr. Macht's gut. Haut rein. Danke für alles. Und ciao.